Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Präsident, das Wichtigste in dem Krisenmanagement derzeit ist eben nicht, die Autoindustrie zu subventionieren, und ist ebenso nicht, den Militärhaushalt in ungeahnte Höhen zu pushen. Wichtig ist in Krisenzeiten alles, und zwar wirklich alles dafür zu tun, gute Bildung für Kinder und Jugendliche zu sichern, und zwar spätestens ab jetzt, und sozialer Ungleichheit endlich entgegenzutreten. Weil auch bei der Bildung gilt nämlich, diejenigen, die ausreichend Geld und Ressourcen haben, kommen relativ gut durch diese Krise. Und diejenigen, denen das genau versagt wird, die werden abgehängt. Und das, meine Damen und Herren, das ist die bittere Bilanz des Krisenmanagements der Bundesregierung. SOS kommt derzeit aus allen Klassenzimmern. Es fehlt an Lehrkräften, es fehlt an Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern, es fehlt an Räumen, es fehlt an Luftfilteranlagen, an Masken, an Schnelltests, es fehlt an Waschbecken, es fehlt an Griffen, um die Fenster zu öffnen, es fehlt an leistungsfähigem Internet, es fehlt an vernünftigen Geräten und. Der Verband für Bildung und Erziehung sagt heute, die angemessene Ressourcenausstattung der Schulen, meine Damen und Herren, ist Pflicht und nicht Kür für die Politik. Und für alle ist jetzt einmal mehr sichtbar, Deutschland ist eben kein Bildungsland, zumindest nicht gemessen an den Möglichkeiten. Und deshalb muss schnellstens gehandelt werden. Und mit Verlaub, meine Damen und Herren, da hilft kein Luftfilterantrag und da hilft auch keine Luftfilterdebatte. Erstens. Es muss kurzfristig um den Schutz gehen. Das heißt, wir brauchen Geld dafür, dass Schulen Schutzmasken, idealerweise FFP2-Masken, kaufen können. Öffnen Sie, ja, das Förderprogramm des Wirtschaftsministeriums, um für Schulen mobile wie auch installierte Luftfilteranlagen beschaffen bzw. aufrüsten zu können, dass Schulen eben nicht das letzte Rad am Wagen sind. Momentan sind es 14, Klammer auf, in Worten 14 Schulen, die davon profitieren. Stellen Sie Schnelltests zur Verfügung, damit die notwendige Quarantäne beispielsweise verkürzt werden kann, auf wenige Tage begrenzt werden kann. Schülerinnen und Lehrkräfte müssen im Impfkonzept, und das geht an das Bundesgesundheitsministerium, müssen im Impfkonzept nicht nur vorkommen, sondern müssen prioritär behandelt werden. Eine Forderung im Übrigen aus dem thüringischen Kultusministerium von dem dortigen Minister Helmut Hauter. Und wenn ich einmal dabei bin, ich soll mal schönen Gruß sagen, schönen Gruß aus Thüringen, weil die Thüringer, wie auch wir, echt keinen Bock darauf haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir miteinander in eine Situation geraten, dass am Ende alle Bundesliga-Fußballer durchgeimpft sind, sich aber Schülerinnen und Schüler hinten an der Schlange, Klammer auf, freiwillig, Klammer zu, anstellen müssen. Meine Damen und Herren, das geht gar nicht. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kinder und junge Menschen mit Behinderungen brauchen ganz besondere Aufmerksamkeit, und sie brauchen einen ganz besonders sensiblen Schutz. Das beginnt mit besonderen Kriterien eben für diese sogenannten vulnerablen Gruppen. Und Schülerinnen mit Behinderungen gehören genau dazu. Sie sind genauso zu behandeln wie Menschen, die in Gemeinschaftseinrichtungen als Risikogruppen leben und lernen. Zum Zweiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Mangel weit und breit darf im Krisenmanagement nicht als Begründung für alles Mögliche herhalten, für den Mangel an Lehrkräften, Schulsozialarbeitern, für die chronisch unterfinanzierte Kinder- und Jugendhilfe und vieles andere mehr. Aber das ist ja gerade die heimliche Begründung, weshalb zum Beispiel viele, viele Angebote an Wechselmodellen momentan abgewehrt worden werden. Das ist die Begründung dafür, dass weiter volle Schulbusse fahren und dass das Angebot der Akteurinnen der Kinder- und Jugendhilfe und der kulturellen Jugendbildung abgelehnt wird, eigene Räume zur Verfügung zu stehen, das dortige Personal durchaus zu nutzen, um eben tatsächlich in kleineren Gruppen zu lernen. Sie haben sich mit einem Brief an die Bundeskanzlerin gewandt, leider erfolglos. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bildung, da bin ich mir echt sicher, die Bildung von Schülerinnen und Schülern wird ganz sicher keinen nachhaltigen Schaden nehmen, wenn über einige Wochen außerschulische Expertinnen und Experten, Handwerker, Künstlerinnen, Wissenschaftler, Schülerinnen und Schüler beim Lernen begleiten
und wenn über einige Wochen der Unterricht eben in den außerschulischen Einrichtungen stattfinden kann. Ich würde sogar sagen, im Gegenteil, Schülerinnen, Lehrkräfte, Eltern könnten Geschmack finden daran, weil sie nämlich dort einer neuen Lernkultur begegnen. Nicht oder nicht nur orientiert an Tests, an Zertifikaten zu lernen, sondern eben, weil es Spaß macht. Ohnehin brauchen wir eine neue Lernkultur für die Schule der Zukunft. Und man kann sich auf diese Art und Weise durchaus schon mal einen Vorgeschmack holen. Das Kooperationsverbot ist soweit geöffnet, dass der Bund die Städte und Gemeinden und Landkreise unterstützen kann, um einfach zusätzliche Räume anzubieten in Volkshochschulen, in Bibliotheken, in Makerspaces. Selbstlernwerkstätten, all das ist nutzbar und bezahlbar und es bereichert unsere derzeitige Situation. Und wir brauchen drittens schnelle digitale Lernmittel. Da bin ich mir absolut mit Maja Lisa Völlers einig. Nur das Problem ist, wir warten auf die neue OER-Richtlinie. Und das Problem ist, dass in dieser Zeit Tatsachen in vielen Landkreisen geschaffen werden, weil einfach Schulverwaltungen die Kompetenz dafür fehlt, zu beurteilen, was kaufe ich, was nutze ich, um einfach Abhängigkeiten von Abos und Lizenzen zu vermeiden. Meine Damen und Herren, und eins ist jetzt schon klar, ich komme zum Schluss. Die Mittel aus dem Digitalpakt Schule und die Mittel, die auf ihren Konten schmoren und noch nicht verplant worden sind, die brauchen wir dauerhaft. Und auch wenn Sie es nicht gar so gerne hören, ohne eine Reform des Bildungsföderalismus wird das hier nichts mehr. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Margit Stump, Bündnis 90 Die Grünen, ist die nächste.